Schön, dass Sie reinhören in unseren Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der Sie mental stark bleiben lässt. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast für Sie. Sie ist eine echte Kämpferin. Ihre Karriere ist bemerkenswert und sie spielt in der Liga der ganz Großen mit. Die geborene Grazerin kommt aus einer Fußballfamilie und ihre Laufbahn begann schon im zarten Alter von 7 Jahren. In der Zwischenzeit kann sie schon viele Siege aus Meisterschaften verbuchen, nur einige zu nennen. Mit dem FC Bayern 2-mal deutscher Meister, in Arsenal englischer Meister 2019 und mit der österreichischen Nationalmeisterschaft, Zypern-Cup-Sieger 2016 und im Halbfinale der Europameisterschaft 2017. Derzeit spielt sie beim Arsenal London und ich freue mich schon sehr, was sie vom Fußball, von ihrem Leben erzählen wird heute, wie sie sich mental fit hält und wie sie ihre Erziele auch wirklich erreichen kann. Es freut mich sehr, dass du da bist, liebe Viktoria Schnaderbeck. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da bin und dass wir uns ein bisschen unterhalten können jetzt. Ja, wie ich schon eingangs jetzt erwähnt habe, du hast ja wirklich für dein junges Alter eine richtig große Karriere hinter dir. Vielleicht magst du uns einmal ein bisschen mitnehmen, wie das alles begonnen hat, weil 7 Jahre ist ja doch auch ein zartes Alter, wo das losgegangen ist. Ich bin nie ein großer Fan, dass ich von meiner großartigen Karriere sprechen muss und mich da in den Mittelpunkt hebt. Deswegen tue ich mir immer total schwer, das dann auch wirklich irgendwie so zusammenzufassen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal nachvollziehbar und synchron oder von Anfang an zu schildern. Und zwar habe ich eben mit 7 Jahren damals beim TSV Kirchberg begonnen, mit den Burschen, muss ich dazu sagen. Ich habe dann bis im Alter von 15 Jahren bei den Burschen gespielt. Ich habe dann auch im Alter von 12 Jahren eine Ausbildung im Leistungsausbildungszentrum Weiz begonnen. Da war ich das einzige Mädel, wobei ich dazu sagen muss, ich war auch in Kirchberg immer das einzige Mädel. Das hat mich insofern nicht abgeschreckt oder nicht abgehalten, irgendwie meinen Traum und meine Leidenschaft zu leben. Was sie aber damals geändert hat im Alter von 12 Jahren ist, dass der Ernst dazukommen ist, die Professionalität und vor allem der Wettkampf, weil da war ich eigentlich regional mit den besten Burschen zusammen. Wir haben den 91er Jahrgang, haben wir eigentlich sehr starke Truppe gehabt, die später dann auch in der Nationalmannschaft waren oder auch jetzt teilweise noch professionell spielen. Und dementsprechend war ich gefordert, nicht nur sportlich, sondern auch persönlich, weil die Burschen mit 12, 13, 14 sind nicht so angenehm, vor allem wenn man allein als Mädel ist in der Klasse. Aber ich glaube, das war einfach eine sehr wichtige Schule, sehr wichtige Erfahrung, vor allem weil ich einfach erklärt habe, ich muss durchbeißen, ich muss mich durchsetzen und ich muss eigentlich das Beste geben, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und dann hat es so seinen Lauf genommen. Also ich sage, mit jedem Schritt, den ich dann gemacht habe, ging es Richtung mehr Professionalität, ging es Richtung mehr Fokus, Zielorientierung. Und ja, dann bin ich eigentlich damals im Alter von 15, weil ich ja nicht mehr mit den Burschen spielen habe können, bin ich dann nach Graz gewechselt, zu LUV Graz, habe 1 Jahr in der Frauenbundesliga gespielt. Da sind wir dann Vizemeister geworden und waren im Cupfinale. Also das war dann eigentlich sehr erfolgreich das Jahr für mich. Habe dann auch zu dem Zeitpunkt schon in der Nationalmannschaft gespielt, U19 und auch am Ende in der A-Nationalmannschaft. Genau, und habe dann für mich entschieden, ich möchte mehr. Ich möchte mich noch stärker, noch schneller entwickeln und habe dann für mich entschieden, dass ich das im Ausland vermutlich besser kann als in Österreich. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich dann nach München gewechselt bin. Wobei das mehr oder weniger, ich habe das eigentlich in die eigene Hand genommen. Ich bin dorthin gefahren ins Probetraining. Denen hat es, glaube ich, ganz taugt. Deswegen wurde ich nochmal eingeladen für die erste und zweite Mannschaft. Ja, und seitdem habe ich dann in Deutschland gespielt. Für 11 Jahre bei Bayern München, habe eine sehr intensive, erfolgreiche, wichtige Zeit durchlebt und bin dann eben nach 11 Jahren nach London gewechselt, zu Arsenal London. Bin aktuell in der dritten Saison und ja, da bin ich jetzt da mit 29 Jahren. Ein paar Titel habe ich schon
mitnehmen und gewinnen dürfen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich mit der Nationalmannschaft 2017 sicher unser Highlight hatten, aber ich auch davor sehr schöne und prägende Erinnerungen an die Nationalmannschaft habe, die nicht immer nur positiv waren, was die mediale Aufmerksamkeit, die Möglichkeiten betroffen hat, aber die sportliche Ambition war immer gleich. Genau, und das ist so mal mein sportlicher Werdegang. Auch wenn du vorher gesagt hast, dass du das nicht gerne in den Mittelpunkt drückst, ich muss sagen, ist ja wirklich beeindruckend, was du da schon geschafft hast. Du hast etwas erwähnt, nämlich den Traum und die Leidenschaft, das du damals für dich entdeckt hast. Wie ist das zustande gekommen? Also wie hast du diese Leidenschaft auch für dich so formen können? Also Leidenschaft, glaube ich, ist einmal ein oder beinhaltet einen ganz wichtigen Punkt. Das ist die Lust und der Spaß, aber eben in Leidenschaft steht auch das Leiden. Und ich glaube, das ist auch bezeichnend für meine Karriere. Ich habe leider sehr viel leiden und erleiden müssen. Ich wurde bisher 7-mal an meinem rechten Knie operiert und ja, spiele immer noch auf dem Niveau, wo ich spiele. Also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und kann ich auch wirklich schätzen. Und dafür musste ich wirklich sehr, sehr viel tun, musste so die extra Meile jedes Mal gehen. Und ich bin mir sicher, dass die Tatsache, dass ich nach 7-mal immer noch da spiele, schwieriger ist und viel schwieriger war als die Tatsache, überhaupt so weit zu kommen und an der Spitze oder auf internationalem Top-Niveau zu spielen. Aber Leidenschaft ist natürlich sehr wichtig in dem Zusammenhang und das ist natürlich auch als Kind schon entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe für mich was gefunden, wo ich mich ständig verbessern kann. Und ich bin einfach total ehrgeizig und auch fleißig. Und ich kann mir dann immer wieder neue Ziele stecken und gebe mich dann auch nur mit dem Besten zufrieden. Und ja, mir hat das Spaß gemacht, dass ich dann immer wieder einerseits das Feedback oder dieses Selbstwertgefühl stärken habe können, aber gleichzeitig immer wieder neue Ziele arbeiten habe können, sodass ich eigentlich nie einen Stillstand gehabt habe. Und ja, vor allem durch die Verletzungen und durch die unterschiedlichen sportlichen Herausforderungen auch, war es nie leicht, aber das hat mich, glaube ich, auch zu dem Menschen und auch zu der Spielerin gemacht, die ich heute bin. Und ja, da bin ich auch stolz drauf, dass ich den Weg, auch wenn er steinig war, gegangen und durchgegangen bin und durchgezogen habe. Das kann es auf jeden Fall sein. Jetzt ist natürlich, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessant, warum du nie aufgegeben hast, immer wieder aufgekrempelt, weil 7-mal operiert. Da hätten ja sicher manche auf dem Weg gesagt, nach dem 3. oder 4. Mal jetzt reicht's. Was stärkt dich da so, dass du sagst, jetzt machen wir es noch einmal? Ich glaube, dass das auch für viele in ihrem normalen Alltag sehr wichtig ist. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also wie gesagt, ich bin ein Typ, wenn ich was anfange, dann will ich das zu Ende bringen. Und wenn ich mich dazu entschieden habe, die Reha zu starten, dann gab es für mich immer nur eine Sache, und zwar, dass ich das mit Vollgas durchziehe. Und da gab es kein Schwächeln, da gab es kein Zurückziehen, also Schwächeln schon, aber ich wollte eigentlich das 100% durchziehen, weil ich mir nie den Vorwurf machen wollte, dass ich A, irgendwas bereue oder B, nie mein Bestes oder wirklich mein Allerbestes gegeben hätte. Und das ist, glaube ich, was ich in mir drinnen habe. Also ich habe sehr hohe Ansprüche an mir selber. Das ist natürlich im Laufe einer Reha hilfreich, weil ich da sehr viel Eigendisziplin aufbringen kann. Aber natürlich treibt mich das immer ordentlich an und es gibt natürlich nie Stillstand. Aber ja, ich glaube, das habe ich in mir drinnen. Und ich glaube, dass ich auch sehr... dass ich willensstark bin, dass ich bereit bin, die extra Meile zu gehen. Und ich glaube, im Laufe der vielen Jahre kann ich sagen, dass sie immer diejenige war, die im Fitness oder bei den Krafttrainings die Letzte bin oder dass ich da die extra Übung mache und nie was auslasse. Und auch wenn es weh tut, kann ich mich da wirklich, bin ich sehr beharrlich und akzeptiere nichts weniger als das Beste. Und das ist, glaube ich, ein Anspruchsdenken, das ich habe. Und
Genau, das hat mir sicher geholfen im Laufe der Jahre. Und natürlich auch der hundertprozentige Glaube, es den anderen, aber vor allem mir selber zu beweisen. Ja, jetzt, wenn du dieses Denken hast, diese hohen Ansprüche und immer dein Bestes gibt, dann drängt sich so ein bisschen die Frage auf, wie entspannst du dich? Das ist tatsächlich eine gute Frage und da lege ich einen sehr großen Wert darauf, dass ich eine sehr gute Balance habe und finde, weil ich eben weiß, dass ich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich, beruflich ich sehr hohe Ansprüche habe. Da gibt es kaum einen Tag, wo nichts passiert, aber ich muss mir ja tatsächlich meine Ruhephasen manchmal sogar einplanen. Also wenn ich es schon nicht bemerke, dann muss ich mich selber daran erinnern und habe dann auch für mich Dinge entwickelt oder gefunden, die mich einfach total gut zum Abschalten bringen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also nur Vollgas ohne Pausen würde es nicht gehen und würde es vor allem auch nur halb so gut gehen. Und da habe ich für mich unterschiedliche Dinge entdeckt. Einerseits ist es wirklich eine Wiki-Zeit, ich nenne das manchmal so, Wiki-Time, die ich nur mit mir selber verbringe. Das kann sein, dass ich dann einfach mal am Sofa bin, lese oder ein Doku anschaue, dass ich in London mir Dinge anschaue, in ein Museum gehe, mir neue Plätze anschaue. Ja, dass ich wirklich mich bewusst selber mit mir beschäftige. Das hilft mir sehr gut abzuswitchen und auch von den sozialen und permanenten Einflüssen ein bisschen Luft zu kriegen. Aber natürlich auch mein Umfeld, das ist Familie, Freunde, Freundin, die mir einfach einen guten Ausgleich geben und vor allem, die mich immer noch und immer schon als Mensch gesehen haben. Sprich, die werden zwar über den Fußball mal nachfragen, aber da geht's ums Leben, da geht's um Dinge, die außerhalb des Fußballs passieren. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Anker und Ausgleich, dass ich einfach diese sozialen Kontakte habe und für mich im Laufe der Zeit auch gewusst habe, wer wirklich die Leute sind, die mich stärken, sozusagen mein Erfolgsteam. Und die anderen, auf die habe ich verzichtet, somit würde ich auch mal sagen, ich habe überhaupt keine Negativleute in meinem Umfeld. Das habe ich bewusst gewählt und habe ich auch ein bisschen selektieren müssen im Laufe der Jahre. Da erfahrt man ja oder macht man unterschiedliche Erfahrungen und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor. Also das, genau, was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich absolut zustimmen. Vielleicht nimm uns so ein bisschen mit, wie du das geschafft hast, und ich finde das Wort genial, dein Erfolgsteam zu haben. Wie hast du das für dich geschafft? Wie hast du das für dich erkannt, wer zu dir passt und wer vielleicht nicht? Ja, einerseits muss ich sagen, und das ist zwar, ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, dass sie mein Erfolgsteam vor allem dann nochmal genauer herausfiltern habe können, wenn es mir richtig schlecht gegangen ist. Also man sagt ja oft, dass du eigentlich dann in den schwierigen Zeiten erfährst, wer deine wahren Freunde sind und wer nicht. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Sei es jetzt, ob das damals war, als ich nach München gegangen bin, so mit mein erster großer Wohnortwechsel, Kulturwechsel. Welche Freunde sind wirklich geblieben? Aber auch bei meinen Verletzungen, wer war dann wirklich da? Und sowohl familiär als auch was die Freundschaften betrifft, hat sich das sehr stark rauskristallisiert. Und mal abgesehen davon habe ich einfach für mich immer mir die Frage gestellt, welche Leute tun mir gut und welche tun mir nicht gut. Also den Weg bin ich gezielt gegangen und natürlich findet man dann immer wieder die Leute, die A, oft mal die gleichen Interessen, aber vor allem A, B, die gleichen Werte oder Einstellungen zu Dingen haben. Also jemand, der immer negativ ist, der hätte es in meinem Erfolgsteam eh nicht ausgehalten. Oder ich hätte den nicht aus oder die nicht ausgehalten. Und ja, deswegen haben diese Nieder- oder Rückschläge für mich auch oft was Positives gebracht und haben insofern auch relativ eine große Dankbarkeit in mir ausgelöst, weil ich einfach gewusst habe, okay, es ist nicht selbstverständlich so, tolle Leute um einen zu haben, die wirklich einen bedingungslos und ja, unterstützen und für einen da sind und eben diese schwierigen Phasen auf der anderen Seite, aber auch das starke Reflektieren auf der anderen Seite haben das Erfolgsteam sozusagen nochmal stärker sichtlich gemacht für mich. Ja, definitiv. Also du hast extrem viel coole Sachen gerade in der kurzen Zeit erzählt. Wenn du
dir anschaust, du hast das Thema Werte gerade genannt. Was sind so deine Grundwerte in deinem Leben? Also es gibt für mich gewisse Werte, die ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist, glaube ich, immer authentisch und bodenständig zu bleiben. Mir ist ganz wichtig, dass ich nie aus den Augen verliere, wo ich herkomme und wer ich bin und was mich ausmacht, dass ich mir selber treu bleib. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da spielt ein großer Faktor mit rein, das sind meine Wurzeln, damit meine wirklich Heimat und Familie, zu wissen, woher man kommt und wie man geprägt ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die oftmals automatisch passiert, aber die einen schon sehr stark ausmacht. Und ich glaube, dieses geerdet zu sein ist ein wichtiger Wert und ist auch was glaube ich, was mir auch hilft, sozusagen meinen Weg auch zu finden und treu zu bleiben. Das ist das eine. Das andere ist für mich ganz klar Professionalität. Also egal, was ich mache, wie ich es mache, ich versuche es professionell mit Qualität zu machen und ich sage nicht, dass man nicht scheitern kann oder Fehler machen kann, das ist auch gut, weil manchmal helfen Fehler einem ja auf dem Weg, aber das professionell, ernsthaft und diszipliniert anzugehen, ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Punkt für mich und ein wichtiger Wert ist, glaube ich, auch noch Liebe und Menschlichkeit und Empathie, weil mir sehr wichtig ist, dass es den Menschen, die mir wichtig sind, gut geht, dass ich denen zuhöre, dass ich denen Zeit schenke. Und ich glaube, das, was ich erwarte, muss ich von anderen erwarten, muss ich auch von mir erwarten, dass ich das an andere geben kann. Und da, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass man bei allem, was man erreicht, was man macht, wie auch immer, dass man einfach menschlich bleibt und auch den anderen Menschen versteht. Ich glaube, gerade heutzutage gibt es so viel unterschiedliche Einflüsse, gibt es unterschiedliche Herausforderungen individuell und das zu verstehen oder die Empathie zu haben, den anderen auch so zu nehmen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ist mir wichtig und das sind schon mal, glaube ich, so Grundwerte, die für mich sehr wichtig sind. Und vor allem das Letzte auch ist ja ganz stark verknüpft mit dem Thema Respekt. So weil ist es. Ich mir denke, wenn du, egal welche Einstellung der andere hat, welches Denken der andere hat, mit dem Grundrespekt kommst du ja viel weiter, als wenn man das permanent boykottieren versucht, auch wenn man nicht derselben Meinung ist. So ist es. Ich glaube, das ist recht schön, was du jetzt gesagt hast von den Werten her. Na, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Wert, der sehr stark in mir drin ist, wahrscheinlich so stark, dass ich ihn gar nicht erwähnen muss, gefühlt. Das ist tolerant zu sein, respektvoll zu sein, zu inkludieren und ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre nochmal viel stärker entwickelt, wahrscheinlich auch durch meine ganzen interkulturellen, internationalen Erfahrungen, dass man viel unterschiedliche Menschen kennenlernt, trifft und ich glaube, aufgrund der zuletzt gesellschaftlichen Themen, die immer wieder aufkommen, egal ob es da um Rassismus geht, um Sexualität oder andere Diskriminierungsformen. Ich glaube, das ist was, wo ich auf absolutes Unverständnis treffe und wo ich mich fast schon persönlich gekränkt fühle, weil ich einfach merke, das ist was ich absolut nicht nachvollziehen kann und auch überhaupt nicht lebe. Weil ich der Meinung bin, jeder ist unterschiedlich, jeder ist anders und jeder ist gut, so wie er ist. Naja, ich denke auch, Toleranz ist etwas, was man lernen muss und wo man auch einen sehr offenen Geist haben muss, logischerweise, ja. Weil wenn man immer nur das Gewohnte macht, ist das zwar einfach, aber es ist einfach. Ja, Antwort, so ist es. Also das stimmt auf jeden Fall. Du bist ein sehr positiv denkender Mensch, was man auch da so heraushört. War das immer so? Ja, ich glaube schon. Also ich bin jemand, ich bin ein glücklicher, ein zufriedener, positiver Mensch. Ich weiß, dass das eine das andere nicht unbedingt bedingt, aber das ist schon so ein Grundtyp, der ich bin. Aber das Positivdenkende, das hat sich vor allem seit meinen Verletzungen nochmal stärker entwickelt, weil
ohne einer positiven Einstellung wäre ich nicht siebenmal zurückgekommen, das weiß ich, weil da hätten mich viel zu viele negative Dinge aufgehalten. Und die waren tatsächlich da, die negativen. Aber die Frage ist ja immer, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und sehe ich das, mache ich das Beste draus und kann ich an einer negativen Sache auch was Positives finden? Und das ist mein Grundsatz oder meine Grundeinstellung in sehr vielen Dingen. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Manchmal ist es ganz gut, wenn das Glas komplett leer ist, weil dann kann man es frisch einfüllen. Also, absolut. Und ich glaube, es ist absolut okay, wenn es einmal nicht okay geht und wenn es einem scheiße geht und wenn man traurig ist, wenn man frustriert ist. Das sind Emotionen, die genauso wichtig sind, die genauso zugelassen werden können, weil es wäre, glaube ich, auch nicht menschlich, wenn das nicht vorkommen würde und man nicht auch diese schwachen Momente hat. Ja, definitiv. Und vor allem kommt noch was dazu, und du hast das vorher erwähnt, und da ist es, also ich habe das längere Zeit, würde man sagen, nicht so stark ausgeprägt gehabt, und das habe ich auch selber erst lernen müssen, ist eine gewisse Art von Dankbarkeit zu haben, über die Dinge, wie sie passieren, und auch über manche negative Dinge. Ich glaube, das ist ja bei dir ähnlich, oder? Ja, absolut. Ich glaube, Dankbarkeit ist einfach ganz, ganz wichtig. Vor allem in Zeiten, wo es nicht so einfach ist, dass man dann trotzdem die Dinge nicht vernachlässigt oder übersieht, die trotzdem da sind und die gut sind, die einem dann trotzdem sozusagen die Stabilität geben. Aber auch selbst in erfolgreichen Zeiten oder wenn es mal super läuft, es ist nicht selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges, dass man kurz mal innehält und mal kurz anhält und sie doch glücklich schätzen kann, wie es ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dankbarkeit ist für mich eines der wichtigsten Dinge, um zufrieden zu sein und letztendlich dann auch glücklich zu sein. Deswegen habe mir das, glaube ich schon, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die Dinge, die, ja, wie es ist bei mir. Victoria, wann bist du glücklich? Wann würdest du sagen, dass du glücklich bist? Glücklich bin ich dann, wenn ich zufrieden bin. Und zufrieden bin ich dann, wenn das, wie es ist, okay ist. Wenn das ausreichend ist, wie es ist. Sei es jetzt eine Fußballleistung, sei es meine private Situation, ein beruflicher Stand, wenn, egal ob ich da jetzt ein Spiel verloren habe, eine Meisterschaft gewonnen habe oder auch nicht, wenn ich zufrieden bin, wenn ich mit dem im Reinen bin, dann kann ich mit mir selber zufrieden sein. Und wenn ich zufrieden bin, dann brauche ich auch vielleicht nicht die reichste Frau der Welt sein und ich bin trotzdem glücklich. Also ich glaube, das ist für mich so ein Schlüssel. Und natürlich, und das ist der zweite, ist Gesundheit. Also das habe ich selber erfahren. Ich glaube, in Zeiten, wo man nicht gesund ist, wo es einem wirklich nicht gut geht, dann ist es schwierig, diese Balance zu halten und wirklich zu sagen, wow, jetzt bin ich super happy und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist nicht so. Deswegen sind für mich Zufriedenheit und Gesundheit die wichtigsten Voraussetzungen, um glücklich zu sein. Wenn du dir das jetzt einmal so anschaust, du hast extrem viele Ziele, glaube ich, in deinem Leben. Einige davon sicher erreicht, andere sind noch wahrscheinlich in weiter Ferne. Wie kreierst du deine Ziele? Also sind die einfach da oder zeichnest du dir das auf, wo du hin willst? Wie machst du das? Unterschiedlich. Also ich würde mal so sagen, diese Visionen, diese Big Dreams, die entstehen oft in mir drinnen. Die sind im Bauch da, die sind noch nicht wirklich greifbar. Da weiß ich aber immer, es wird noch was passieren. Da wird letztendlich ein Ziel daraus entstehen. Das, was etwas greifbar ist, das, was meistens auch in meiner aktuellen Situation zutrifft, das kann dann eben jetzt sportlich sein mit dem Verein, mit dem Nationalteam, was ansteht, da kann ich mir dann immer Ziele stecken. Stecke ich mir auch, die sind dann meistens eher kurz- bis mittelfristig. Beispielsweise, da sage ich, okay, ich will mir in dem Monat extrem stark fokussieren, dass ich im Training
zweikampfstark bin. Im Studium will ich diese innerhalb des nächsten Semesters 4 Prüfungen abgeschlossen haben. Also da kann ich sehr konkret sein und das für mich gedanklich, aber auch schriftlich festmachen. Ich bin ein sehr visueller Typ, also muss es sehen und aufschreiben und ich schreibe auch To-Do-Listen. Es gibt Computer und alle möglichen Apps, aber alles, was ich niederschreibe, mache ich sozusagen verbindlich für mich selber und da definiere ich dann auch Ziele und die gehen natürlich über den Fußball hinaus, das ist logisch. Und genau, die versuche ich dann wirklich immer wieder neu zu definieren, dann auch zu kontrollieren und genau, so arbeite ich mich dann voran. Hast du da so Abstände, wo du das regelmäßig machst oder ist das eher so intuitiv? Das ist eher intuitiv, weil es hängt einmal von der Phase drauf an. Ich meine, dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich sage, okay, jetzt gönne ich mir da ein bisschen Verschnaufzeit und da will ich mich nicht so sehr damit konzentrieren, wobei das ist dann meistens eh nicht so, weil entweder ist es sportlich ein bisschen ruhiger und dann habe ich privat wieder die nächsten Ziele oder ich gehe es privat ruhiger an, dafür ist sportlich stehen die nächsten Highlights an. Also wirklich Stillstand gibt es bei mir tatsächlich ganz, ganz selten, wobei ich eben sehr, sehr reflektiert bin, dass ich sage, wenn es einmal zu viel wird, dann schalte ich einen Gang zurück und dann haben auch Ziele oder die ganzen Prioritäten ein bisschen, oder kann ich ein bisschen zurückstecken einfach, um mir ein bisschen Pause zu gönnen. Was tust du, wenn du jetzt eins von diesen Zielen nicht erreichst, in der Zeit, wo du das vorgenommen hast? Was tust du dann? Ich versuche zu reflektieren, warum ich vielleicht das Ziel nicht geschafft habe. Also sagen wir einfach, ich will das Spiel gewinnen, will dabei eine gute Performance leisten und mir ist es nicht gelungen. Ich habe ein scheiß Spiel gemacht, dann versuche ich mich danach hinzusetzen, auch wenn es weh tut, schaue ich mir das Spiel nochmal an. Ja, das ist nicht angenehm, weil man muss dann vielleicht den eigenen Fehlern nochmal anschauen, aber sie damit zu konfrontieren und einzugestehen, okay, das war einfach nicht gut, hilft dann auch wieder, mir Gedanken zu machen, okay, was kann ich jetzt beim nächsten Mal besser machen? Dann kann ich mir zum Beispiel vornehmen, okay, diesmal da davongelaufen, dann muss ich früher antizipieren, dann muss ich vielleicht die Situation früher erkennen oder muss mir taktisch anders verhalten, jetzt nur als Beispiel. Und so hilft es, ist es jetzt sportlich, aber auch persönlich, dass ich einfach nur mit Eingeständnis eines Fehlers oder einer Nichterreichung meiner Ziele komme ich voran. Und das habe ich vorher gemeint. Also wenn man scheitert, ein Ziel nicht erreicht, ist das ja nicht schlimm, weil das kann einem ja sogar langfristig helfen, weil das ist ja meistens so, wenn es gut läuft, dann kehrt man alles unter den Teppich, aber eigentlich sieht man das, was falsch läuft, nicht. Und insofern sehe ich manchmal Fehler oder auch eben solche Rückschläge, kleine Rückschläge, nicht als schlimm, je nachdem in welchem Ausmaß natürlich, aber ab und zu ist es schon wichtig, um immer wieder, ja, um voranzukommen und eben nicht den Stillstand zu haben und geblendet zu werden von Erfolg und alles ist super toll. Genau. Das ist gerade extrem schön und passt auch super zu deinen Werten, was du gerade gesagt hast. Zur Frage, was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit ist natürlich ein großes Wort und ich glaube, Freiheit für mich hat natürlich einerseits den Faktor oder bezieht den Faktor mit ein, dass man einen Rückhalt hat, dass man das Vertrauen hat, dass jemand hinter einem steht, dass man nicht allein ist und dass man sozusagen Wurzeln hat, um dann wirklich die nötige Freiheit oder auch Gelassenheit zu haben, um dann Dinge zu machen, wo man vielleicht ein bisschen riskieren kann, wo man ja nochmal extra draufsetzt, weil man sich dann einfach sicher genug, mutig genug und frei genug fühlt, das zu wagen. Und dann natürlich hat man die Freiheit in allem, was man tut. Also in was man tut, wie man denkt, welche Schritte man wagt. Und das ist Freiheit, glaube ich. Diese
Wurzeln auf der einen Seite und Rückhalt auf der anderen Seite zu haben und dann ja, die Gelassenheit oder ja, das Risiko auf der anderen Seite, die dann irgendwie die Freiheit ausmachen. Das würde ich jetzt so für mich definieren. Ja, ist sehr spannend. Also, was ich da auch ein bisschen raushöre, ist, dass du immer bereit bist, auch deine Komfortzone zu verlassen. Das heißt, zu schauen, was gibt es da eigentlich außen noch mehr. Ist das eigentlich ja. für dich was, wo du sagst, okay, du musst dich jedes Mal überwinden, oder ist das etwas, was du suchst aktiv? Das ist nämlich spannend, weil ich da letztens mit meinen Eltern drüber geredet habe und irgendwie auch versucht habe, das einmal für mich zu verstehen, und wir eigentlich draufgekommen sind, dass ich schon als kleines Mädchen immer außerhalb meiner Komfortzone war. Also es war immer irgendwie nicht die Norm. Ich war entweder das einzige Mädel im Verein, in dem Ausbildungszentrum. Habe gegen Vorurteile oder gegen Klischees ankämpfen müssen, aber habe diese Rolle eigentlich sehr genossen, weil ich immer diesen Gedanke gehabt habe, irgendwie in mir drin, jetzt erst recht, dir Beweis ist jetzt erst recht. Also das ist schon was, was ich tatsächlich gewohnt bin und so ein bisschen in meiner Natur liegt, und aber schon auch suche. Also ich suche Herausforderungen und ich suche auch oft das Unbequeme, wenn das Sinn oder so verständlich ist, weil mir ist ja oft so, dass das Normale ist mir zu langweilig, oder ich liebe die Herausforderungen, sagen wir mal so. Das ist für mich einfach was mich extrem anspornt, wenn ich wenn ich mir selber nochmal andere Ziele stecken kann oder mich extrem herausfordern kann, in welcher Form auch immer. Und wenn ich da ja, über meine Grenzen gehe oder über meine Komfortzone verlasse. Ja, das ist nämlich ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, für viele ist das auch ein großer Schritt, das einmal zu wagen, weil das ist ja nicht was, was man einfach so macht, sondern da hat man auch ein bisschen einen Druck dran. Da schauen die anderen Leute an, was macht man jetzt genau, was so passiert jetzt da, kann man sich falsch verhalten, richtig verhalten. Ich glaube, dieses Rausgehen einmal, da erlebt man nachher ganz schön viel, auch positiv für einen. Absolut, also was es dazu bedarf, und das ist logisch, um diese Herausforderungen auch zu suchen, ist Stärke. Also ich weiß, dass ich mental sehr stark bin oder gestärkt bin und dass ich eine gewisse innere Ruhe habe, die mir so eine Grundfestigung gibt oder eine Grundstärke gibt, und wo ich dann immer nach vorne und nicht nach zurück schaue. Und natürlich auch den Rückhalt, den ich vorher gesagt habe, das ist schon wichtig, dass man weiß, man ist nicht allein oder man hat die Unterstützung, Rückendeckung. Das spielt für mich auch eine große Rolle. Definitiv. Wie ist denn das eigentlich? Werdet ihr als Team oder auch als Einzelperson auch mental durch Coaches begleitet? Ja, sowohl im Team als auch im Verein, als auch im Nationalteam besteht die Möglichkeit. Im Nationalteam machen wir feste Einheiten mit der Mannschaft und kann man individuell mit der Sportpsychologin arbeiten. Beim Verein ist es dann mehr auf freiwilliger Basis, aber die Möglichkeit besteht. Wobei ich von mir selber immer schon gesagt habe, ich bin mein bester Mentalcoach. Einfach weil ich sehr reflektiert bin und ich mich sehr stark mit mir selber beschäftige und ich Dinge für mich sehr gut selber ausmachen kann. Und wenn es sein muss, dann natürlich mit jemand Externen drüber rede. Wird das eigentlich sehr gut genutzt von den anderen Kolleginnen? Ja, schon. Also ich würde sagen regelmäßig. Es ist natürlich einmal typabhängig. Der eine braucht es, will es mehr, der andere haltet davon gar nichts und ist am liebsten allein unterwegs. Also ich glaube, da gibt es auch keine richtig und falsch. Wenn man für sie das Richtige gefunden hat, dann glaube ich, muss man darauf vertrauen. Definitiv, das sehe ich auch so. Was ich jetzt auch so ein bisschen mitgekriegt habe, dass du, glaube ich, auch ein sehr humorvoller Mensch bist. Würdest du das von dir auch so bezeichnen? Ja, schon. Also ich bin grundsätzlich positiv. Also mich findet man selten mit schlechter Laune und mich bringt man eigentlich auch leicht zum Lachen und ich habe es auch gern lustig, wobei ich dann natürlich, wenn es sein muss, auch ernst und fokussiert sein kann. Also ich glaube, ich habe eine gute Mischung, ich würde es mal so bezeichnen. Also das glaube ich definitiv auch, dass du das hast. Vor allem das, was du auch erwähnt hast, merkt man auch, dass diese Professionalität, die du
nicht nur als Wert hast, sondern dass du die auch leben willst. Das merkt man in vielen Dingen, die du schon bereits gesagt hast. Ja. Gibt's so Worte oder Zitate, die dich immer wieder aufbauen? Ja, also ich habe eigentlich, seit ich als Mädel eben in dem LAZ war, immer wieder damals das eingetrichtert bekommen und ich konnte es nicht mehr hören, sodass es mittlerweile aber schon so in mir drinnen ist und ein Teil von mir ist. Und zwar, das ist, gib jeden Tag dein Bestes, aber dein bester Tag kommt erst. Das trifft eigentlich eh mit meiner Einstellung sehr überein und passt irgendwie für den Weg, den ich bisher gegangen bin, sehr gut. Und grundsätzlich das andere ist einfach, es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Das ist so meine Grundeinstellung, also an Dinge. Ich versuche immer, eine Lösung für ein Problem zu finden und nicht das Problem im Mittelpunkt zu stellen. Hast du einen Kraftort? Einen Kraftort? Ja, das Zuhause. Also selbst in London, aber vor allem die Heimat in der Steiermark, daheim bei der Familie, am Bauernhof, das ist immer noch der größte Kraftort für mich. Das heißt, stellst du dir das auch manchmal, also visualisierst du dir das selber auch? Oder ist das einfach nur, wenn du dort bist, dass du von deinem Energie ziehen kannst? Nein, es ist irgendwie ein Gefühl, das man hat. Natürlich, wenn man vor Ort ist, ist es sofort da, das Gefühl, da kommen dann auch die Erinnerungen, aber selbst das Gefühl und die Erinnerungen, die man ja sowieso im Herzen trägt, die geben einem irgendwie eine Stabilität und eine Sicherheit. Auch egal, ob ich in München wohne, in London wohne, ob ich wohin immer ich hinreise, Heimat ist ganz tief in mir drinnen und das wird immer mich irgendwie begleiten und bei mir dabei sein. So, genauso ist es meine Familie, die wird irgendwie immer bei mir dabei sein, auch wenn sie physisch nicht vor Ort ist. Und genau. Sehr schön. Liebe Viktoria, wenn man die erreichen will, wenn man mit dir plaudern will, Kontakt aufnehmen will, was ist so dein Einfallstor, wo man das machen kann? Am besten ist es tatsächlich über E-Mail. Ich bin zwar auf LinkedIn und Instagram sehr stark oder online und präsent, aber bei Instagram bin ich dann sozusagen mehr im Posting oder im teilenden Modus und im interagierenden oder wirklich am Austausch ist dann mehr per Mail und auch LinkedIn, vor allem wenn es dann irgendwie Richtung irgendwelche seriösen Dinge geht oder wirklich um Anfragen oder sonstigen Austausch. Also genau, dann nutze ich die beiden Plattformen. Super, vielen lieben Dank. Danke, dass du heute da warst. Das war wirklich eine großartige Zeit. Die Zeit ist super verflogen. Du hast so viele schöne Sachen gesagt, wo ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher was auch für ihr Leben mit rausnehmen kann. Also angefangen von deinen Zielen, von Träumen, Leidenschaft, über deine Dankbarkeit und vor allem auch über dein Wertesystem. Ich glaube, da kann man sich auch sehr viel abschauen davon. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und danke auch fürs Gespräch. Das letzte Wort an unsere Zuhörer gehört natürlich dir. Ich sage immer sehr gern, genießt und nutzt die Zeit, weil sie kommt nicht mehr zurück. Wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann bitte lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr vielleicht das nächste Mal auch hören wollt. Unser Center in der Auersbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk hat wieder geöffnet. Wir sind gerne für Sie da. Und vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben.